Herzlich willkommen zurück im Motodad Wohnzimmer und heute packen wir wieder aus und zwar Masterverse Figuren. Los geht es nach dem Intro. Viel Spaß! Und da ist das Intro auch schon wieder vorbei und ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen. Bleibt drin. Im Motodad Wohnzimmer, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in dieses Video reinzuschauen. Mein Gott, ich habe momentan so wenig Zeit, dass teilweise Figuren schon seit 2 Monaten bei mir sind und ich es immer noch nicht geschafft habe. Ich habe gerade vorhin geguckt auf dem Etikett, ja, auf dem Karton, weil der Versandkarton ist ja auch noch da, wann das Zeug angekommen ist. Hier Wave 10, der Origins liegt noch da, aber unter anderem auch die Figuren, die wir uns angucken. Und das wäre zum Beispiel der Masterverse New Eternia Zodak. Wir werden uns anschauen den Princess of Power Hordak, der auch schon am 10.10.2022 gekommen ist. Wir haben heute den 11.12. Ja, so wenig Zeit habe ich tatsächlich momentan. Und wir werden uns natürlich noch anschauen den Masterverse Revelation Dreadjaw. Ja, den habe ich tatsächlich schon rausgeholt. Weil ich es nicht abwarten konnte. Ich habe ihn mir relativ spät geschnappt, aber der ist auch schon vorneweg 7 oder 8 Wochen irgendwie so was hier. Ja, ich habe keine Ahnung. Also super, super lange. Und ich komme nicht dazu. Und eigentlich wollte ich tatsächlich für jeden Charakter ein eigenes Video machen. Aber hey, dann kommen die Sachen irgendwann mal. Und ich wollte wenigstens jetzt die 3 Figuren schon mal abfilmen. Denn bei BBTS ist ein Riesenpaket. Ich habe es noch gar nicht weggeschickt. Es wird eh vor Weihnachten nicht mehr kommen. Jetzt warte ich noch auf die anderen Sachen, Film Skeletor und He-Man und so weiter, was jetzt noch angekündigt wurde. Dann machen wir ein Riesending im Januar. Das kommt ja jetzt auch bald an. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir einfach mal die 3 Figuren zusammen, dann machen wir noch ein Wave 10 Unboxing und so weiter und so fort. Also, wir starten hier mit dem Masterverse Revelation Trapjaw. Ihr seht, ich habe den schon rausgenommen. Hier steht er normalerweise drin. Hier haben wir noch ein bisschen Zubehör. Wir werden uns auch diese Sachen nachher nochmal im Detail angucken. Wie immer haben wir hier das Masterverse-Logo mit diesen ganzen Runen und versteckten Symbolen. Wir haben hier die Figur drin, Masters of the Universe Revelation Trapjaw, Mattel, Netflix Series. Hier auf der Seite haben wir Trapjaw Evil and Armed Combat. Und jetzt seht ihr schon, das hier ist eine US-Version, deswegen hat er unter anderem auch hier bei The Power of Grayskull draufstehen. Und hier auf der Seite haben wir ein sehr, sehr, sehr schönes Artwork von Trapjaw. Das sieht klasse aus. Richtig, richtig gut. Hier in seinem Priester-Outfit, nenne ich es mal. Oder in seinem Sekten-Outfit, wie auch immer. Und auf der Rückseite haben wir ein fantastisches Artwork. Das sieht wirklich richtig, richtig klasse aus. Trapjaw, auch wieder im Sekten-Outfit oder in dem Priester-Outfit oder wie auch immer, wie er gerade mit seinem Schussarm schießt. Hier haben wir die Bio, die haben wir nicht bei den europäischen Versionen. So, machen wir mal kurz scharf. So, wenn ihr es lesen wollt, macht euch doch bitte ganz kurz die Pause an und dann könnt ihr das gerne lesen. Ja, und hier unten haben wir ein bisschen Cross-Cell Arts. Wir haben den Savage He-Man, Teela, Andra, Trapjaw, Faker, den Merman. Übrigens, der Merman wurde jetzt angekündigt in der Classic-Variante neben Prince Adam, Horde Skeletor. Und was noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, die werden auch demnächst kommen. Großartige Sache. Und ja, hier unten haben wir noch ein bisschen Verbrauchertexte, wie wir das Ganze kennen. Wir holen mal ganz kurz das Inlay nochmal heraus, damit wir uns die Sachen auch angucken können. Was noch mit dabei ist, also wir haben hier seinen Stoffmantel noch mit dabei. Ich lasse den drin, ihr habt es schon in so vielen Sachen gesehen. Ich habe den auch noch nie rausgeholt hier. Wir haben hier seinen Überhang dabei und hier sehen wir auch, das ist sehr schön gemacht. Wir haben hier so einen Faltenschlag drin, ja. Das sieht super aus, das ist klasse gemacht worden. Auf der Rückseite geht es natürlich auch nochmal runter. Dann haben wir hier seinen, ich nenne es mal
Priestergürtel, wo man hier nochmal die Sachen machen kann und nochmal eine andere Wechselhand. Das bleibt drin, ich werde ihn nicht umbauen in diesem Video. Wir werden uns hier einfach ein paar andere Sachen tatsächlich angucken an der Figur. Hier habe ich ihn, ich finde ihn großartig. Einer der besten Trap-Genre, die ich finde ihn, ich finde per se grundlegend muss man dazu sagen, dass der Körperbau der Masterverse-Figuren oder der Revelation-Figuren am natürlichsten ist. Ja, also wir haben natürlich im Vintage-Bereich sehr unnatürliche Körper, wir haben aber auch im Classics-Bereich sehr unnatürliche Körper. Und die Köpfe sind auch nicht zu klein, das ist alles sehr, sehr nah an der Realität, also an einem ja, anatomischen Verhältnis zum Körperbau. Und hier ist er, der Trapjaw. Und ich muss dazu sagen, ich finde es eine grandios gute Figur. Wir haben hier einen kleinen Fehler, für mich der größte Painfehler der Toy-Geschichte tatsächlich. Wir kommen gleich drauf. Auch die Waffen kann man ihm anstecken. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die behaupten, das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Ich weiß nicht, was da falsch ist bei den Gürteln, aber das funktioniert und es sieht auch tatsächlich wirklich richtig, richtig gut aus, wenn er hier so da ist. Bei dieser Figur bin ich wieder sehr, sehr überrascht, denn er hat sehr viele wunderschöne Paint-Details. Es ist also nicht alles schwarz und wir haben verschiedene Schwarztöne hier drin. Wir gucken es uns gleich nochmal an. Die Gelenke, da brauchen wir gar nicht drauf einzugehen. Das sind die Standardgelenke, die wir halt dementsprechend kennen. Aber jetzt schauen wir uns die Figur mal ein bisschen aus der Nähe an und schauen mal, was der so kann. Ja, hier haben wir den Trapjaw. Er hat einen riesengroßen Kiefer. Der ist sehr ungewöhnlich groß für das, was wir in der Vergangenheit auch gekannt haben. Wenn ich da nach rechts gucke oder nach links von eurer Seite, wie auch immer, dann schaue ich auf meinen Monitor. Und wir haben hier eine schöne Brustplatte, die mir sehr gut gefällt. Der Oberkörper hat ein schönes Blau. Hier in der Schulter haben wir nochmal dieses Element da drin. Bleiben wir einfach auf der Seite. Und dann haben wir hier seinen zweifarbigen Unterarmschutz. Hier nochmal mit einem silbernen Armgelenk drin. Hier sehen wir auch den Haken, wie er hier eingehakt ist. Und gehen wir, den Gürtel finde ich großartig. Der sieht fantastisch gut aus, meiner Meinung nach. Und hier haben wir seine Greifzange. Ich nenne es einfach mal so. Wenn wir hier am Arm weitermachen, dann habe ich in anderen Vorschauen schon gesehen, das sieht aus wie so ein Bizeps hier. Ja? Dieses Teil, das hier sieht aus wie ein Bizeps. Aber nein, der ist bedeutend kleiner. Er sieht komplett anders aus. In echt ist es natürlich viel anders. Und hier sehen wir es an der Kanone. Wir haben an der Kanone haben wir verschiedene Schwarztöne. Wir haben ein dunkleres, dann haben wir hier Silber, dann haben wir hier drin haben wir nochmal unterschiedliche Farbtöne. Das finde ich toll, dass man sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat mit dem ganzen Painting. Auch hier auf der Rückseite sieht das klasse aus. Hier hinten mit dem Rückenteil. Die Hose ist super gut bemalt, meiner Meinung nach, hat ein schönes Shading drin. Ich habe hier in diesem, habe ich ein bisschen mehr Shading wie hier, stört mich persönlich aber nicht, ist eh von hinten. Und hier nochmal die Hose von vorne. Das sieht richtig klasse aus. Auch hier die Applikationen, die Paint-Applikationen sind on point. Ich habe hier einen kleinen, aber ihr habt natürlich auch eine Riesenaufnahme. Und was mir sehr gut gefällt, das hat auch was mit den Bemalungen zu tun. Hier unten die Stiefel. Und da sieht man auch, machen wir mal so, da sieht man tatsächlich auch die vielen verschiedenen Farbgebungen. Wir haben hier drei verschiedene Grau- und Metallic-Töne drin. Das ist wirklich richtig klasse gemacht. Wir haben hier unten haben wir nochmal einen schönen Absatz mit dabei. Und auf der Rückseite sieht das natürlich auch. So, Moment. So, auf der Rückseite sieht das natürlich auch richtig, richtig schön aus. Mit diesen verschiedenen Farb- und Grautönen. Ich finde, es ist eine wirklich rundum gelungene Figur. Ein richtiger Badass-Trapjaw, wobei Trapjaw immer Badass ist, oder finde ich zumindest. Also eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Figur. Und das Einzige, was an dieser Figur wirklich nicht besonders toll ist, das ist hier der Mund. Und das ist tatsächlich ein absoluter Paint-Fehler. Ich zeige es euch mal, ihr kennt das ja, aber wir müssen tatsächlich drüber sprechen. Es sieht ein bisschen aus, wie wenn er die Zunge herausstreckt. Ja, machen wir es mal so, vielleicht wird es dann hier besser. Moment. So. So, es sieht so ein bisschen aus, wie wenn er die Zunge herausstreckt. Und das untere am Kiefer, also unter der Zunge, das müsste normalerweise auch noch rot sein, weil das hier unten, das ist der abgerissene Kiefer. Und ich blende euch das mal hier ein, wie es normalerweise aussehen sollte, dass das unten unter der Zunge auch noch rot bemalt wurde. Warum das hier bei dieser Figur nicht gemacht wurde,
tatsächlich, das erschließt sich mir bei allem Verständnis für, es erschließt sich einfach nicht, ja. Es ist jetzt nicht so, dass es extrem kacke aussieht, es sieht halt ziemlich dämlich aus, würde ich eher mal sagen. Aber ansonsten hat er ein wirklich geniales Face-Sculpting, sehr verrückte Augen, absolut Wahnsinn und ganz ehrlich, wir schauen uns den eh nur so an. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn so hinstellt. Also das, ne, mal ganz davon, selbst wenn es angemalt wäre, es würde ihn wahrscheinlich niemand so hinstellen. Von daher muss ich dazu sagen, so jetzt habe ich natürlich ein bisschen verbogen. Hier bei den Waffen ist es so, die haben, hier hat er so einen kleinen Schnubbi. So. Und da können wir natürlich auch die ganzen anderen Waffen dran machen. Die haben hier ein kleines Löchlein und dann drückt man das hier einfach drauf. Es geht hier bei dem tatsächlich etwas schwer. Aber es geht. Ja, und dann hat man halt das da. Ich persönlich finde es nicht gut. Mir persönlich gefällt der Trapjaw tatsächlich am allerbesten, wenn er seine Kanone auf hat. Und hier zeige ich euch auch mal, dass das hier ohne Probleme reingeht. Ja, so einfach rein und dann ist das wieder drin. Ich weiß nicht, warum einige so viele Probleme damit hatten, aber gut. Ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob ihr Probleme hattet, mit dem Trapjaw die Waffen hier an die Seite reinzustellen. Normalerweise sind meine Revelation oder meine Masterverse-Figuren ja alle unten im Keller im Lager, weil ich die noch nicht gepostet habe. Der steht tatsächlich, seit er da ist, steht er bei mir mit auf dem Schreibtisch mit dem 40th Anniversary He-Man, weil ich ihn einfach noch nicht weggeräumt habe, weil ich ja noch das Video machen wollte. So, jetzt kann er aber dementsprechend wieder zurück in seine Box und kann auch runter in den Keller. Für mich ist der Trapjaw eine der absolut gelungensten Figuren der Masterverse-Reihe überhaupt. Er sieht klasse aus, er hat den absoluten Trapjaw-Vibe meiner Meinung nach. Und eine super gelungene Figur, einer der Top-Highlights neben Man-at-Arms, der ein super geniales Painting hatte mit dem Hals, der war mal ein bisschen zu lang, Triclops, ja, aber auch der Savage He-Man, ihr wisst, ich war sehr begeistert von dem Savage He-Man, mir hat er persönlich sehr gut gefallen, das hier ist absolut eine der Top-Figuren in der Masterverse Revelation-Reihe. So, und dann machen wir gleich weiter mit einer ganz, ganz spannenden Figur, und zwar ist das der Masterverse New Eternia Sodek. Und der liegt auch schon, keine Ahnung, zweieinhalb Monate hier rum. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Wir nehmen sie jetzt einfach mal alle mit, die noch nicht angeboxt worden sind, und schauen uns die Figuren an. Sodek, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum ich ihn so mag, aber ich mag ihn halt einfach. Und von daher, vielleicht kann ich hier rüber gehen, ne? Ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil hier ist ja dann meistens das Logo. So. Es ist wirklich eine tolle Figur. Ich bin sehr gespannt, wie er mir gleich in Händen gefällt. Der ist noch komplett zu, aber zuvor schauen wir uns erstmal die Box im Detail an und natürlich auch die Artworks, die natürlich wie immer atemberaubend sind. So, wir fangen an hier oben. Da sehen wir das Masterverse-Logo. So. Mit den Runen, ganz, ganz normal. Es ist hier kein 30 Point of Articulation. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eine europäische Version ist. Natürlich ist es das. Wir haben hier das 40th Anniversary Logo mit drauf. Hier steht er drin. Wir gucken uns ihn gleich nochmal an. Das spiegelt alles. Und hier das meiner Meinung nach wunderschöne Master of the Universe New Eternia Logo. Ich finde das richtig, richtig, richtig klasse. Hier auf der Seite haben wir seinen Namen und da kein Untertitel dabei ist, haben wir jetzt auch den endgültigen Beweis, dass das definitiv eine europäische Version ist. Und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsartworks, weil das sieht grandios aus. Hier einmal den Sodek-Kopf und oh, ich, hoppala, ein bisschen gewackelt, Entschuldigung. Und hier sehen wir den unglaublich toll dargestellten Sodek, wie er dasteht. Mein Gott, diese Krallen, schaut euch diese Krallen hier an, guckt mal. Ach, das sieht einfach wahnsinnig gut aus. Also eine unglaublich tolle Figur. Und auf der Rückseite haben wir dann das Backcover oder das Back-Artwork. Ja, hier sehen wir, dass der New Eternia Skeletor und New Eternia He-Man da hinten auf diesem Hügel kämpfen. Sodek steht hier so da. Ein bisschen komische Körperhaltung, finde ich, aber
Hier, ne, schau, guck mal, diese Krallen und diese, oh, das sieht grandios aus, meiner Meinung nach. Wir haben ein bisschen Artworks, Cross-Cell Arts, wir haben den He-Man 21 He-Man und den He-Man 21 Skeletor mit dabei. Wir haben Catra mit dabei, die habe ich euch schon gereviewt mit der She-Ra zusammen und hier ist Sodek. He-Man und He-Man 21 Skeletor habe ich mir entbestellt bei BBTS, lange im Pre-Order. Ich bin keiner der Sachen, die schon da sind, storniert, aber die habe ich storniert. Ich bin mir einfach noch nicht sicher. Vielleicht werde ich sie mir irgendwann mal holen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die gerne von mir sehen wollen würdet, wenn ich sie auspacke. Das heißt aber nicht, dass ich sie dann kaufe. Mich interessiert es einfach. Und hier haben wir natürlich wie immer noch ein bisschen Verbrauchertext. So, und jetzt müssen wir das Ganze aufmachen, denn den hatte ich natürlich noch nicht rausgeholt und den habe ich mir aufbewahrt. Da konnte ich warten, obwohl es einer meiner Lieblingscharaktere ist. Und ich habe wieder dabei Sarah Jane. Und das hat eine ganz bestimmte Bewandtnis, warum ich Sarah Jane mit dabei habe. Ihr werdet es bald erfahren in den nächsten Tagen oder innerhalb der nächsten Woche oder anderthalb Wochen, warum ich Sarah Jane mal wieder am Start habe. Genau, so, ich habe ihn aufgeschnitten. Auch hier haben wir Kain bei The Power of Grayskull. Auch wieder typisch für europäische Versionen. Wir holen ihn raus. Wow. Ja. Hier hinten dran die grauen Steine. Es sind mittlerweile schöne Boxen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, am Anfang, als ich gesagt habe, mir gefallen die nicht so? Ich habe mich mittlerweile zum einen dran gewöhnt. Und ja, doch, mittlerweile gefallen sie mir. Und das ist schön, wenn man dazulernen darf, wenn man sich an etwas gewöhnen darf und wenn man etwas akzeptieren darf oder akzeptieren kann. Und mittlerweile finde ich es, ja, ich finde es gut. Ich finde es nicht herausragend, aber ich finde es gut. So, hier steht er drin und es ist einfach nochmal was anderes, wenn man ihn rausholt und wenn man ihn, ja, wenn dieses Fenster da nicht zwischendrin ist. Ich hole jetzt mal die ganzen Einzelteile hier raus. War die eine Hand, die hier rausgeploppt ist. So, und jetzt ist wieder meine Aufnahme gestoppt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie an meinem Plattenplatz liegt, wo es zwischengespeichert wird. Aber wir schauen einfach mal. Ja, ich habe ihn draußen und mein Gott. Also, holy moly. Ist das eine geniale Figur. Alter Schwede. Richtig, richtig, richtig cool. Meiner Meinung nach. Okay, wir schauen uns aber erst die Zubehörteile an. Und da fangen wir dann an mit den Händen, die mit dabei sind. Hier sehen wir sie sehr, sehr schön gesculptet. Wir haben hier die Kralle noch mit dabei. Guck dir mal, also klasse. Wirklich klasse gemacht. Viele Hautfalten hier mit drin. Das ist eine Faust. Wir haben auch eine zweite Faust, die ist genauso schön gemacht mit den Krallen. Das sieht super aus. Eieieiei. Dann haben wir seinen Kampfstab, das erste Teil. Sehr, sehr, sehr schön. Sieht richtig klasse aus. Sehr einfach, ne? Einfach farbiges Plastik. Hier haben wir so Rillen drin. Und das ist der andere Teil. Das sieht genauso aus. Unspektakulär, aber schön. Wir haben hier so ein bisschen Farbe, die da reingelaufen ist. Und die kann man hier zusammenstecken. Aber da muss man ganz schön drücken. So, und dann hat man so einen Technobo, würde ich mal sagen. Ja? Genau. So, dann kommen wir zu seiner Waffe und die ist auch sehr schön gestaltet. Ich muss mal gucken, wie ich die am besten nehme, dass ich euch die gut zeigen kann. Moment. So, und da haben wir sie. Auch nur zweifarbig, es sind keine weiteren Farbapplikationen mehr auf der Waffe drauf. Also nicht so wie bei den Classics, dass das sehr detailliert gemacht worden ist. Das haben wir hier nicht. Aber es ist eine sehr schöne Waffe. Sie ist auch vorne nicht offen. Ja, ne? Wie halt so die Figuren heutzutage produziert werden. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Sodak. Und boah, das ist schon eine tolle Figur. Mein Gott, gefällt mir wirklich richtig gut. Holy moly, ist das ein schönes Teil.
Ja, auch hier wieder, es ist natürlich sehr einfach. Ne? Wir haben keine Farbapplikationen, wir haben keine extremen Details und das ist sehr spannend bei der Masterverse-Reihe. Ja? Wir haben Figuren, die haben unglaublich viele Details. Wir haben den Trapjaw eben gesehen, Man-at-Arms zum Beispiel. Und dann haben wir Figuren, die sind sehr einfach gestaltet. Sehr, sehr spannend, aber ich habe da überhaupt kein Problem damit tatsächlich. Und ich muss dazu sagen, dieser Soda gefällt mir außerordentlich gut. Jetzt so vom ersten Eindruck, wir schauen uns ihn einfach mal gemeinsam an. Und ja, hier ist er. Er sieht wirklich richtig, richtig klasse aus. Also ein super genialer Face Sculpt. Hier auch der Helm, der ist wahnsinnig gut. Hier hinten auch. Es ist toll gemacht. Wir haben, ich würde mal sagen, nahezu auf den Punkt die Bemalung. Halt, machen wir mal so weiter. Und hier sehen wir nichts. Das hat doch jetzt eben so gut geklappt mit dem Fokus. Naja, dann müssen wir es halt wieder so machen. So, hier ist er und wir sehen hier die Rüstung. Sie ist sehr einfach, ja. Wir haben hier oben diese grauen Elemente drin, diese Schulterträger, also nicht die Schulterpolster, sondern hier oben, diese da an den Trägern, das da. Das ist schön. Wir haben das klassische Sodak-Symbol, eine Rüstung, die gut ist. Hier haben wir, kommen wir da hier hoch. So, schauen wir mal auf den Gürtel. Wir haben die Andeutung der Patronen aus dem Vintage-Bereich. Sehr, sehr schön, hier auch. Da ist dann gleich das Holster dran gemacht für die Pistole, das schauen wir uns auch gleich mal an. Und der Gürtel, den finde ich auch wirklich richtig, richtig schön. So, jetzt sieht man das natürlich sehr schwer wegen dem Licht. Wir schauen mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, da haben wir einen schönen Gürtel mit schönen, ja, Elementen drin. Das gefällt mir sehr gut, gerade bei der New Eternia Line. Die haben sehr, sehr schöne und opulente Gürtel, würde ich mal sagen. Ja, also das sieht wirklich richtig, richtig klasse aus. Da sieht man es nochmal. Dann hat er hier seinen Lendenschutz über seiner Fellhose. Das ist ein Teil, also die Fellhose und das ist ein Guss quasi. Aber auch das sieht wirklich richtig klasse aus. Wir haben hier schöne Struktur drin. Sieht toll aus. Wie gesagt, hier haben wir den Holster und hier unten haben wir die Skeletor-Füße. Das sieht toll aus. Also da, die sehen wirklich grandios. Die sind sehr groß, ne? Aber das kennen wir schon. Und auch hier, das finde ich klasse. Die Füße sind unten auch noch gesculptet. Das finde ich richtig gut. Wir schauen uns den mal von hinten an. Da sieht er nämlich auch ziemlich, ziemlich heiß aus. Wie damals bei den Classics, angedeutet, nicht gleich. Hier haben wir die Schulterpolster eingehangen, das zeige ich euch gleich. Hier unten geht das ganze Ding zusammen. Und ja, die Hose von hinten, auch ein leichtes Shading drin, gefällt mir auch gut. Ja, also eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Figur. Und Bewegungspunkte braucht man nicht drauf eingehen, halte ich eh nicht so viel, immer das jedes Mal zu zeigen. Er sieht toll aus. Mir gefällt er. Und ich finde auch diese Kampfrüstung mit den Schulterpolstern, finde ich klasse. Die kann man übrigens hier hinten, kann man die so wegklappen. So, einmal hier, einmal hier. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Bedeutung haben sollte, aber es geht. So, und die sind auch hier einfach reingeklippt. Ja, das heißt, wenn man die rausklippt, hat man dann quasi einen Sodak ja, ohne Schulterpolster schon ein bisschen näher an der Vintage-Figur dran. Ich muss gerade mal kurz gucken. Den Gürtel kann man hier auch wegmachen, das mache ich jetzt aber nicht. Aber ihr seht hier, da, dass der Gürtel hier so drüber ist, das Holster. Der müsste eigentlich tatsächlich auch weggehen, oder? Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, der bleibt auf alle Fälle bei mir dran. Und ich mache auch tatsächlich die Schulterpolster wieder dran, weil ich finde, das hat was. Die kann man super easy einfach hier hinten reinstecken. Das ist alles relativ weich. So, und dann einfach so nach vorne klappen. Ja, ich finde tatsächlich, das hat was. Und jetzt hat er hier, seinen Blasterhalter. Und da bin ich mal gespannt, wie wir diesen Blaster hier so reinmachen können. So. Ah, okay. Gut, den kann man hier einfach tatsächlich reindrücken. Das sieht klasse aus. Super, ja. Und dann kann er hier quasi hier so, kann man ihn quasi so hinstellen, wie wenn er den gleich zieht. So Cowboy-mäßig. Das sieht doch klasse aus. Und jetzt geben wir ihm nochmal seinen Stab in die Hand. Ja, jetzt mal gucken.
Vielleicht auch. Ja, cool. Das sieht, also Masterverse ist schon extrem cool, ja. Das gefällt mir schon sehr gut. Ich muss dazu sagen, der Stab ist mir jetzt fast ein bisschen zu lang. Ja, eigentlich schon. Und er biegt sich hier so ein bisschen. Das ist das, was mir gerade nicht so gefällt. Aber das kriegen wir bestimmt gleich hin. So. Und ja, und dann könnt ihr ihn im Prinzip so hinstellen, wie wenn er gerade, ich ziehe jetzt meine Waffe. Und dann zieht er sie und dann kann er schießen. Ja, cool. Also, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Figur, muss ich dazu sagen. Jetzt machen wir nochmal was kurz anderes. Machen wir das nochmal hier rein. Und dann, die Schulterpolster sind sehr, sehr los, sehr, sehr locker da unten. Da musst du echt aufpassen, was du da machst. So, und jetzt machen wir den mal so und legen den hier so in die Hand. Er hat zwar hier seine Triggerhand, aber das ist nicht tragisch, denn wir können das auch noch so machen. Sieht auch cool aus. Ja, dass man ihn so quasi dahin stellt. Ja, sehr cool. Eine fantastisch gute Figur. Ich bin total begeistert von dem Sodak. Die New Eternia Line gefällt mir eh unglaublich gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem New Eternia Sodak haltet, wie ihr ihn findet, ob er euch gefällt, ob ihr ihn euch auch geschnappt habt. Ich kann es euch auf alle Fälle empfehlen. Super geniale Figur. Richtig klasse. Die Schulterpolster sind richtig cool. Das Holster mit der Waffe drin, das sieht auch klasse aus. Von hinten sieht er klasse aus. Also ein richtiger Kämpfer. Gefällt mir. Nummer eins hier tatsächlich von Sodaks Interpretationen. Wow, richtig tolle Figur. Richtig tolle Figur. Nicht schlecht. Gefällt mir. So, meine Lieben. Und jetzt kommen wir zu der letzten Figur, und zwar den Masterverse Princess of Power Hordak. Ja. Wir gucken uns ihn einfach an und ich bin gespannt, wie er jetzt gleich in Händen wirkt. So, als ich ihn das erste Mal so gesehen habe, da drin habe ich gesagt, so cool, aber irgendwie das Gesicht. Wir gucken uns ihn an, vielleicht sieht er gleich ganz anders aus. Auch hier schauen wir wieder rein. Wir haben hier wieder das Masterverse Logo. Kein 30 Point of Articulation. Ach doch, natürlich 30 Point of Articulation ist dabei, also eine US-Version. Hier steht er drin. Also da ist ganz schön was los. Das wunderschöne Princess of Power Logo. Hier haben wir Hordak. Ruthless Leader of the Evil Horde. Und dann haben wir hier ein schönes Artwork, wenn Hordak seinen Waffenarm angestreckt hat und hier rausschießt. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Das ist toll. Und wir haben hier auf der Rückseite, und das finde ich ja großartig, ja, dieses Artwork hier auf seinem Thron. Vielleicht kriegen wir auch den Thron, das wäre natürlich großartig, dann kann man ihn dementsprechend da draufsetzen. Macht bitte Pause, wenn ihr das lesen wollt. Hier können wir mal gucken. Ja, das sieht ja schon klasse aus. Das sieht ja schon klasse aus. Das sieht schon richtig, richtig, richtig gut aus. Schaut mal den Thron an. Oh, das wäre toll. Hier hinten ist, guck mal, Mantenna, Leech. Die sind hier versteckt im Artwork drin. Wäre cool, wenn wir die auch noch kriegen. Und dann haben wir wieder Crosshell Art, das gleiche, was wir vorhin auch hatten. Ah, nee, She-Ra ist hier noch mit dabei. Die habe ich aber auch schon gezeigt. She-Ra und Catra habe ich euch schon gereviewt. Verbrauchertexte. Und jetzt holen wir den guten Hordak hier tatsächlich einfach mal raus. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt gleich bei mir in Händen zeigt und ja, wie begeistert ich von dem bin. Ja, krass. Also der Aufbau hier drin, der ist schon phänomenal. Also das muss man dazu sagen, das hier ist so Display-like schon fast. Ja, haben die jetzt wirklich wieder. Ach, Mattel, come on. Seht ihr das? Wo haben wir's? Da. Da. Die haben wirklich wieder diese Plastikdinger. Wieso klebt ihr das nicht an? Oh, da könnte ich mich ja aufregen. Wie soll das denn ein normaler.
Moment, ich muss kurz eine Schere holen. So, ich habe jetzt meine Schere geholt und ich habe da schon ein Loch drin gehabt, ne, bei dem einen, ihr wisst es. Und jetzt machen die wieder diese bekackten Teile da rein. Das ist furchtbar. Passt bloß auf, dass ihr euch da nichts zerreißt, ja, und dass ihr euch da nichts reinschneidet, weil das ist selten dämlich, sowas. Selten dämlich. Also, nicht gut gelöst, Mensch. Klebt das doch bitte einfach wieder mit einem Tesafilmstreifchen an. Das kann man super easy darunter ziehen. Okay, ich hab's. Ja. Ich finde das, also, naja, egal. Ja, der sieht wirklich richtig gut aus, wie hier drin steht mit seinem Roboterarm, normaler Arm. Wir haben hier, boah, wahnsinnig viel Zubehör. Ich würde sagen, ich hole das ganze Zubehör raus und dann schauen wir uns das alles an. Also das ist, das Mattel weiß, dass ihr mir nicht zuguckt, aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass ihr mir da zuguckt, aber das überlegt ihr euch bitte nochmal, ob ihr die Sachen da so befestigen wollt. Ich weiß, das sieht natürlich toll aus, wenn der Umhang. Mein Gott. Mein Gott. So, okay, alles klar. Eieieiei. Ich glaube, jetzt haben wir's. So. Habe ich schon gehört. Habe ich tatsächlich schon gehört. Ah, okay. So, okay. Dann war das mein Fehler eben. So, aber bevor wir uns den sehr cool. Bevor wir uns den Hordak angucken, holy moly, ey. Kommen wir zum Zubehör. Und das schauen wir uns jetzt tatsächlich mal an. Wir fangen an, wie immer, mit den Händen. Ich glaube, da mache ich echt einen Schnitt rein. So, wir haben eine sehr, sehr schöne Triggerhand. Ich nenne sie mal so. Die sieht klasse aus. Man sieht auch hier so ein paar Krallen, Fingernägel. Sehr schön, die Knöchel sind ausgearbeitet. Sieht toll aus. Dann haben wir eine weitere Griffhand. Auch die sieht Masterverse-like. Oh, ist denn heute los? So, hier sehen wir auch ein paar Falten noch drin. Also schon toll gemacht. Gut. Dann haben wir eine weitere Roboter-Greifhand. Die ist auch wirklich schön gemacht. Wir schauen uns mal. Hier sieht man die ganzen Gelenke drin. Hier sieht man noch ein paar. Ja, das sieht toll aus. Richtig klasse. Die ist aber fest, ne? Die kann man nicht bewegen. Ne? Ist fest, sieht aber schön aus. Dann haben wir einen sehr großen Blast-Effekt. Auch der ist toll. Ich weiß ja nie so richtig, was ich mit den Blast-Effekten anfangen soll, aber gut. Wir haben seine Armbrust und da weiß ich tatsächlich nicht, ob wir die irgendwie... Ah doch, das sieht man sogar sehr gut. Hat ein schönes Sculpting. Ich finde, die Augen sind toll gemacht. Hier oben auch. Schönes Sculpting. Und dieses, das da, was so ein bisschen aussieht wie Kylo Rens Laserschwert. Das ist sehr transparent. Also das ist, nicht so schön wie auf dem Video, finde ich. Aber cool. Sehr einfach.
sehr einfach. Ne? Aber eine schöne, schön gestaltete Ding. Wir haben auch hier innen drin haben wir diese Fledermaus-Teile da, dieses, ne, was, das finde ich gut. Gefällt mir. Doch, das ist alles fest, relativ, das kann man so ein bisschen bewegen, so ein bisschen gummiartig. Cool. Eines meiner Highlights tatsächlich ist der Schild. Den Schild finde ich klasse. Der hat auch so einen Glitzer-Effekt. Ist richtig klasse, hat dann so ein paar Kampfspuren drin. Der sieht wirklich richtig, richtig schön aus, meiner Meinung nach. Das gefällt mir. Das ist richtig schön gemacht. Auf der Rückseite haben wir so ein paar Klebereste drin. Das ist weniger schön gemacht. Aber hey. Nicht schlimm. So, dann haben wir einen normalen Arm von Hordak. Ich weiß gar nicht. So, das ist der rechte Arm von Hordak. Ich mach's mal so. So ist jetzt, das sieht dann doch schon ein bisschen besser aus. So. So. Ja, mit der Horde-Armbinde. Die ist sehr, sehr fein gesculpt. Das gefällt mir auch gut. Ja, ganz normaler Arm. Neue Armreife hier unten. Und ich habe so den Eindruck, dass das so einen leichten Glitzereffekt hat. Aber gut. So, und dann kommen wir zum Ruthless Leader. Ist das eine schöne Figur. Und jetzt sehe ich es erst. Wow. Jetzt sehe ich es erst, dass diese, auch an der Armbinde, ist das hier genauso? Nee, hier ist es nicht so. Nicht so wie da. Das finde ich ja cool. Wow. Wow. Da haben sie sich wirklich wieder ins Zeug gelegt, denn das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hier ist der Hordak und Freunde, guckt mal alleine das schon. Wahnsinn. Wir schauen, ich hoffe, dass wir den gut drauf kriegen. Dass das jetzt richtig gut klappt. So, das ist das Problem, das Licht. So, ich versuche irgendwie, dass wir das, hier sehen wir es. Also, er ist sehr perlmuttartig, ja. Dieses ganze Gesicht ist sehr perlmuttartig und das ist, hat einen schönen Effekt. Und er hat auch in den Ohren, hat er so Fledermausdinger drin, er hat am Kopf oben, er hat ganz, ganz viele Details, aber die sieht man nicht. Das ist das große Problem. Man sieht die einfach nicht. So, ich kann das nochmal versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Moment, dass wir mal gucken. Ja, das ist das große Problem hier bei der Figur. So. Also er hat überall, da sieht man es, guckt mal. Er hat, also unter den Augen hat er was. Und er hat überall, hat er auch hier am Kopf, vielleicht kriegt man es ein bisschen hin. Es ist super schwer, weil dieses Weiß ist einfach so, oder dieses Perlmutt ist einfach so. Aber super genial. Die Zähne sind fantastisch gut bemalt. Heute. So, hier sehen wir die Zähne. Das sieht alles gut aus. Ja, die Augen sind klasse. Dieser blaue Kamm. Also es ist wirklich alles gut. Der Knochenkragen. Super genial. Hier auch. Die Rüstung hat hier nochmal. Ach, das ist einfach keine glatte Rüstung. Das Horde-Symbol in der Mitte ist grandios. Wir haben hier die Knochen, die rumgehen. Filmation-like. Wirklich richtig genial. Super cool. Einen grandiosen Gürtel, meiner Meinung nach. Das sieht super aus. Silber, metallic. Die Hose, schwarz. Da ist nichts Besonderes. So, und jetzt kommen wir hier runter. Und hier unten sehen wir, dass die Applikationen auf den Stiefeln Hochglanz sind. Schaut euch das mal an. Das ist Hochglanz. Und das finde ich grandios. Und übrigens hier auch an dem Arm, diese Applikation, die ist auch Hochglanz. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Da hat sich Mattel mal so richtig ins Zeug gelegt, finde ich persönlich, und hat hier einfach ganz, ganz wundervolle Details mit eingearbeitet. Das sieht klasse aus. Hier hinten auch, der Kragen von hinten, super gut. Ja, gefällt mir wirklich gut. Jetzt gucken wir mal da hinten dran. Und da hat er dann nochmal ein Horde-Symbol. Also es sieht eine wahnsinnig gute Figur. So, und jetzt kommen wir zum Waffenarm. Der Waffenarm ist meiner Meinung nach phänomenal gelöst worden. Wir haben hier. So, wir haben hier diese Silberapplikation runter und unten an der Kanone
haben wir auch wieder Silber Metallic. Du kannst da reingucken. Also wir haben ein richtiges Loch drin. Klasse. Einfach klasse. Diese Figur ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und das ist das, was mir gefällt. Wow, ich bin total begeistert von diesem Hordak. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Eine unglaublich tolle Figur. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da müsste ich jetzt die andere Hand dran machen. Ah, das geht alles relativ leicht raus und rein hier. Also das ist nicht besonders fest. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber eine wahnsinnig gute Figur. Oh mein Gott, ist der Hordak so toll. Also wir reden hier von einer Actionfigur, ja? Wir reden hier von einer Actionfigur für, was kosten die? 27 Euro oder irgendwie sowas? Und das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Das Schöne ist, wenn du hier ihm den Arm ausstreckst, durch das, dass dieser Arm so mit diesen Michelin-Männchen-Dingern da ist, sieht es gar nicht mal so dämlich aus, weil die Bizepse ja bei den Masterverse-Figuren durch das Doppelgelenk, was ich tatsächlich nicht gebraucht hätte, guckt euch mal diese Stiefel nochmal an. Das ist echt der Wahnsinn. So, das ist echt der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Mit diesen gehighlighteten Applikationen hier und die Knochen außen herum. Und ach, das sieht wahnsinnig gut aus. Oh. Oh. Dieser Hordak und der Mantel ist auch toll. Der Mantel ist einfach toll. Der sieht super aus. Das passt alles. Das ist eine der... Das Gesicht. Das Gesicht, es hätte ein bisschen was vertragen, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Doch. Perlmutt. Perlmutt Hordak. Diese Figur ist wahnsinnig gut. Und ich brauche gar keine Armbrust, ich brauche gar kein Schild, ich brauche gar nichts. Ich brauche den einfach so hinstellen und er sieht hammermäßig aus. Wahnsinn! Ich bin sehr begeistert. Ich kann es nicht anders sagen, dieser Hordak ist meine absolute Nummer 1 der Masterverse-Reihe. Bis jetzt, oder? Ich glaube ja. Ich würde es mal so behaupten. Dieser Hordak ist grandios und ich freue mich sehr, dass dieser Hordak so rausgekommen ist im Filmation-Stil. Ich hätte mir... Wahnsinn. Ich bin einfach nur noch sprachlos, Freunde. Das Ding ist der Wahnsinn. Das Ding ist der Wahnsinn. Ich muss mir echt was überlegen, wo ich meine Revelation-Figuren aufstelle. Ich habe ja auch meine Origins noch nicht aufgestellt, weil ich einfach warte. Aber das Ding ist, das ist einfach der Brüller, diese Rüstung, wie die geformt ist. Das Gesicht hat unglaublich viele Details, die man halt leider nicht so gut sehen kann. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin hin und weg von diesem Hordak. Meine absolute Lieblingsfigur. Meine absolute Lieblingsfigur der Masterverse-Reihe. Mein Gott. Ich habe mich ja sehr auf die She-Ra Bins of Power-Reihe gefreut, aber das Ding toppt tatsächlich alles. Wahnsinnig gut. Super schön. Und das ist das Schöne. Mattel hat es hier geschafft, wirklich bei dieser Figur eine sehr einfache Figur zu gestalten, ja, also auch nicht zu viel Details, wie bei den Classics das war. Und trotzdem durch dieses kleine Highlighten da unten, da oben, durch das schöne Silber, was sie hier benutzt haben und hier benutzt haben, der Perlmuttkopf wirkt super gut, ja, die Details fehlen, haben sie es geschafft, eine wahnsinnig gute Actionfigur von Hordak zu schaffen, die meiner Meinung nach als moderne Figur hätte nicht besser werden können. Ich bin so begeistert von dieser Figur. Es ist einer der schönsten Hordak-Figuren, die ich jemals gesehen habe. Und er kommt einfach mit seinem grandiosen Waffenarm. Das hat gut getan. Das hat so gut getan. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche Figur eure Lieblingsfigur ist. Der grandiose Badass Trapjaw. Der fantastische New Eternia. New Eternia Sodak oder der unglaubliche Masterverse Princess of Power Hordak. Für mich, so das muss ich jetzt mal so ein bisschen ausrichten, für mich alles drei fantastische Figuren, aber der hier, das ist definitiv meine Nummer 1. Wirklich richtig, richtig klasse und ich freue mich so sehr, dass Mattel uns so tolle Actionfiguren gibt.
Vielen Dank, Mattel. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welcher dieser Figuren euer Liebling ist, euer Highlight, ob ihr sie auch alle geschnappt habt, was euch sehr gut gefällt, was euch gar nicht gefällt, ja, und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit euch in den Kommentaren, in den sozialen Medien. Und ich bin wieder sehr begeistert. Ich habe mir letztens sogar zu meiner Freundin gesagt, ich weiß nicht, wie ich weitermache mit der Masterverse-Line. Wie gesagt, He-Man 21 habe ich ja schon gecancelt. Aber jedes Mal, wenn ich wieder Figuren auspacke, bin ich von Neuem an begeistert. Und es wäre ein Fehler, damit aufzuhören oder Cherrypicker zu werden. Denn jede Figur hat etwas ganz Besonderes und jede Figur erfreut mich wahnsinnig aufs Neue. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie happy ich bin über diese Figuren. Und wie gesagt, Hordak, fantastico. Meine Lieben, danke fürs Zugucken. Es war teilweise ein bisschen chaotisch heute mit meiner Technik. Vielleicht schneide ich das, habe ich das ein oder andere rausgeschnitten, wenn das Video dann online geht. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt und meine Videos guckt. Und danke, dass ihr da seid. Ohne euch wäre dieser Kanal einfach nicht da, wo er momentan steht. Ich bin unglaublich dankbar jeden Tag. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und macht dann bitte doch die Glocke an. So vergesst ihr nie, wenn ich wieder richtig coole Figuren auspacken darf. Und die mich einfach erfreuen. Die Masters of the Universe bedeuten mir sehr, sehr viel. Ich würde sogar sagen, die Masters of the Universe bedeuten mir neben meiner Arbeit, meiner Familie, meinen Kindern, meiner Freundin und so weiter mein Leben. Denn sie haben mir sehr, sehr viel gegeben in der Vergangenheit und auch heute. Danke für eure Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. Ich werde jetzt diese Figur noch ein bisschen genießen und das Video dann als meine Sonntagsnachmittagsbeschäftigung schneiden und dann hoffentlich bald online laden. Tschüss und gute Reise.